Ja, wir sind Xenorama und Xenorama bedeutet so viel wie der Blick ins Unbekannte, ins Ungewisse und ist für uns halt die Möglichkeit, Geschichten auf eine Art und Weise zu erzählen, wie sie bisher noch nicht gesehen wurden. Und ist die Schlossfassade in Karlsruhe was Besonderes für euch? Lässt das irgendwelche Besonderheiten zu, die ihr davor nicht hattet? Ja, ist es auf jeden Fall, weil jeder Ort ja seine Besonderheiten hat, auf die man gerne eingehen möchte beim Mapping. Und in Karlsruhe ist es halt besonders der Eindruck des vollkommen Umhülltseins, den das Schloss uns halt gibt, dadurch, dass halt die Seitenflügel angewinkelt sind und ja, der Zuschauer wahrlich verschlungen wird von den Eindrücken, die er von der Projektion bekommen wird. Schlosses hat ja eben so eine Traumthematik, die jeder Karlsruher eigentlich kennt. Könnt ihr da was zu erzählen, wie das mit der Traumthematik dann ist in eurem Projekt? Gerne. Also fußt natürlich auf dem Mythos des Markgrafen von Baden-Durlach, der sich, jetzt könnte man sagen, das Traumschloss erbaut hat. Und die Thematik greifen wir natürlich auf. Eine Art und Weise, wo der Herr Markgraf sich seines Träumens bewusst wird, sprich luzide wird. Und dann gezielt sein Schloss auf dem eigentlichen Schloss, auf der Fassade entstehen lässt.